Willkommen bei Sägebob. Links neben mir steht Mette. Das ist mein erster Bär, welchen ich mit der Kettensäge geschnitzt habe. Und heute will ich mich hier an meinen zweiten Bären wagen, namens Bam Bam. Und den Bären zeige ich euch mal kurz. Dieser Bär wird aber nicht sitzend so wie hier, sondern stehend. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, warum meine Bären Namen haben. Das ist ganz einfach. Ich habe hier reelle Vorbilder, nämlich die zwei Braunbären aus dem Zoo Aschersleben. Die heißen Mette und Bam Bam. Und hier ist heute Bam Bam, den ich versuchen werde zu schnitzen. Allerdings, wie gesagt, in stehender Position. Hier ist der Stamm, das ist Eiche, ca. 180 bis 200 Jahre alt. Ausgeblockt hatte ich den Stamm schon etwas, sprich die Rinde entfernt. Und jetzt kann es eigentlich auch schon losgehen. So, einige Zeit später, hier ist das fertige Ergebnis. Ich zeige euch den Bären mal im Detail. Ich erwähne es nochmal, es ist erst mein zweiter Versuch. Ich hoffe, es sieht ein bisschen aus wie ein Bär.
Und ich habe hier bei meinem zweiten Bär schon versucht, so ein bisschen mehr die Proportion auszuarbeiten. Ja, außerdem, dass die Arme noch freier sind. Gleiches gilt für die Beine. Hier unten sind ja richtige Hohlräume. Und es hat auf jeden Fall viel Freude gemacht, den Bären zu schnitzen. Genauso wie meinen ersten. Und was mich freut, dass ich persönlich mich hier beim Schnitzen weiterentwickeln konnte. Der Unterschied ist, denke ich mal, schon erkennbar. Was mich ebenfalls sehr groß gefreut hat, war bei der Entstehung der Bären die Resonanz hier in meiner Umgebung. Es kamen viele Leute vorbei und haben sich die Bären während der Entstehung angeguckt. Hätte ich so nicht gedacht, freut mich sehr. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert jetzt mit den beiden Bären? Und ich habe mir gedacht, die beiden Bären gehen als Geschenk genau dorthin, wo die beiden echten Vorbilder, nämlich Mett und Bam Bam, zu Hause sind, in den Zoo nach Aschersleben. Der Zoo hatte ja auch erst ein Jubiläum feiern können, also einen Geburtstag. Und ich hoffe, die Bären bereiten besonders Kindern etwas Freude, vielleicht auch den einen oder anderen Erwachsenen, der sich dafür begeistern kann. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.